Zombie Apocalypse. Hallo YouTube, schön, dass ihr da seid, alle miteinander. 9. Dezember und wir machen weiter mit unserem Deutz D30. Das 9. Türchen ist da. Häuschen, Türchen. Ne? Jeder hat ja einen anderen Adventskalender und ich würde sagen, fangen wir an und legen los. Ihr wisst ja, ne, wie es läuft. Das Ganze machen wir dann jetzt hier schön wieder auf und packen den ganzen Kram mal aus hier. So. Aha. Zwei Teile? Ehrlich? Cool. Zwei Teile haben wir. Okay. Zwei Teile. Also, wir haben einen Teil, das ist klein, das sieht aus wie, ich würde jetzt sagen, fast wie eine Lampe. Ich habe keine Ahnung. Oder das ist der Tankdeckel. Das ist der Tankdeckel. Hey. Cool. Sehr nice. Also, das ist der Tankdeckel anscheinend und die Motorhaube obendrauf. Und ja, ihr wisst ja, meine Frau packt mir immer was ins Häuschen oder hat mir was ins Häuschen gepackt. Und wir gucken jetzt mal in unserer Bedienungsanleitung hier, in unserer Bauanleitung, wie der ganze Spaß hier funktioniert. Also, wir sind jetzt bei Schritt 6. In Schritt 6 sind ein paar mehrere Teile. Ich gehe mal davon aus, da werden morgen dann auch wieder welche kommen. Ihr wisst, jeden Tag eine Folge. Das Ganze wird um 0 Uhr aktiviert. Das heißt, dann könnt ihr das auch sehen auf YouTube. Ja, Link unten in der Videobeschreibung zum Revell D30 Deutz. Natürlich auch die Streams, wenn wir live sind, bei Twitch unten drin vermerkt. Und natürlich auch gerne Kommentare oder Anregungen, was ihr gerne noch sehen möchtet. Erneuerungen gibt es natürlich auch, was auch in der Videobeschreibung unten enthalten ist. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal. Das ist die Bedienungsanleitung, ihr kennt sie. Und wir sind jetzt da und haben hier einmal das Teil bekommen und den da drüber. Ich muss immer so ein bisschen in die Kamera gucken, weil da hingucken, weil ich nicht sehe, wo mein Finger ist. Ne? Wenn ich ihn hier vorhalte, blub, ist klar. So, wir gucken mal. Also, das kleine Teil muss auf das große, also ich habe doch richtig gedacht, es ist der Tankdeckel. Dann wollen wir den mal hier drauf stecken. So. Oh, der steht auch schön ab. Ich halte ihn mal hier in die Kamera. Ja, ne? Damit ihr das mal seht. So, einmal nochmal für die große. Da ist auch der goldene Deutz Tankdeckel. So, dann haben wir ja hier unser Teil. Nur noch für die große nochmal hier. Und das Ganze kommt jetzt hier drauf. So. Wir müssen es nachher noch ein bisschen auseinandernehmen, ich weiß. Das ist die Frage. Okay, das kann noch gar nicht, darf eigentlich noch gar nicht fest drauf. Aber wir machen es jetzt mal einfach so ein bisschen fest. Können wir nachher noch abziehen wieder. Ist auch kein Problem. So sieht es dann aus. Dann kommt hier vorne noch das Armaturenbrett hin. Ne? Da kommen dann auch die Aufkleber drauf. Also das ist dann noch ein Teil. Und danach geht es dann auch schon mit den Lampen los. Da bin ich ja sehr gespannt, wie das werden wird. Weil das ist eins so dieser Teile. Das wird ziemlich viel Frimmelarbeit und Kleinteilarbeit. Also da müssen wir dann echt mal gucken, wie das aussieht. Aber da bin ich gespannt. So, wir machen es jetzt auch nicht fester. So, meine Lieben, so sieht es jetzt aus. Und unser Deutz nimmt echt hier Form an. Also ich bin sehr, sehr gespannt.
Ja, und das war's dann auch schon wieder für den Adventskalender. Haus Nummer 9 oder Türchen Nummer 9, wie ihr auch wollt. Heute gab es dann Motorhaube und den Deckel. Ich freue mich ganz besonders. Seid dabei. Dann gibt es natürlich wie jeden Abend 18:15 Uhr unsere kleine Farm. Und wenn ihr natürlich das Merch dafür haben wollt, schreibt uns einfach in die Kommentare. Das T-Shirt ist erhältlich. Und wir machen euch das fertig. Könnt euch aussuchen, auf welchem Shirt ihr das haben wollt. Ob ihr jetzt hier einfach ein normales Shirt haben wollt, so wie ich es habe. Oder eins mit V-Ausschnitt oder eins mit Kragen. Das dürft ihr alles dann selber entscheiden. Machen wir dann auch für euch. Gar kein Problem. Preis liegt so bei 15 €. Von daher würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bleibt gesund. Bis morgen. Ciao.